Hallo Leute, ja, die Ausbildung attraktiver zu machen, das ist das Ziel der Bundesregierung. Seit Jahren werden in Deutschland weniger Auszubildende gefunden als eigentlich benötigt. Und mit einer Mindestvergütung für Auszubildende möchte die Bundesregierung die Trendwende einleiten. Und seit dem 1. Januar 2020 ist die Mindestvergütung für Azubis im Berufsbildungsgesetz festgeschrieben. Und was es damit auf sich hat, schauen wir uns jetzt mal an. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Tagesschau. Es gibt große Unterschiede bei der Ausbildungsvergütung. Der Friseurberuf etwa liegt im unteren Bereich. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung im ersten Jahr bei durchschnittlich knapp 500 Euro im Monat in den westdeutschen und bei 325 Euro in den ostdeutschen Bundesländern. Die Bildungsministerin sagt, die Sozialpartner habe man bei der Diskussion eng mit eingebunden. Denn auf der einen Seite wollen wir die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben erbringen, wertschätzen und anerkennen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns weiter die hohe Dynamik in den Betrieben erhalten, gute und hochwertige Ausbildung anzubieten. Und dann muss es natürlich immer auch wirtschaftlich tragfähig sein. Der Gesetzentwurf sieht vor, Auszubildende sollen von 2020 an im ersten Ausbildungsjahr mindestens 515 Euro pro Monat erhalten. Die Mindestvergütung soll sich weiter erhöhen bis 2023 auf 620 Euro. In den weiteren Lehrjahren sind auch Erhöhungen geplant. Die FDP befürchtet einen Eingriff in die Tarifautonomie. Eine gute Vergütung für Auszubildende ist richtig, aber das muss von den Tarifpartnern verhandelt werden und darf nicht durch staatliche Eingriffe reguliert werden. Dort, wo es eine Tarifbindung gibt, soll sie unangetastet bleiben. Die Grünen begrüßen die geplanten Veränderungen. Dass Menschen, die eine Ausbildung machen, deutlich gestärkt werden müssen, das ist überfällig, gerade in den sozialen Berufen. Der Zentralverband des Friseurhandwerks warnt, eine deutliche Anhebung der Vergütung könne zu weniger Ausbildungsplätzen führen, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. So, hier nochmal die Mindestvergütung für Auszubildende übersichtlich. Im Jahr 2020 bekommt man im ersten Lehrjahr 515 Euro, im Jahr 2021 550 Euro, im Jahr 2022 585 Euro. Und wenn man im Jahr 2023 eine Ausbildung beginnt, bekommt man im ersten Lehrjahr 620 Euro. Darüber hinaus steht ja auch im Berufsbildungsgesetz, dass die Ausbildungsvergütung jährlich steigen muss. Und das ist auch im Berufsbildungsgesetz jetzt vorgesehen, wie hoch ja die mindestens denn steigen muss. Im zweiten Lehrjahr soll der Auszubildende 18%, im dritten Lehrjahr 35% und wenn das Lehrjahr 4 Jahre dauert, also im vierten Lehrjahr, 40% über dem jeweiligen Einstiegsbetrag bekommen. Gut. Das zur Mindestvergütung für Auszubildende. Mich würde mal an der Stelle interessieren, eure Meinung dazu. Was haltet ihr davon? Seid ihr der Ansicht, dass das eine tolle Sache ist? Ist euch das egal? Oder findet ihr das sogar vielleicht schlecht? Denkt ihr vielleicht auch, dass manche Betriebe jetzt nicht mehr ausbilden aufgrund dieser Mindestvergütung? Oder sagt ihr, hey, das ist eine super Sache, weil dadurch jetzt Azubis auch ein bisschen gelockt werden, sich vielleicht gegen das Studium entscheiden, weil es jetzt auch diese Mindestvergütung bekommt. Und ja, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Herr Gerold. Ciao, ciao.